So, ich habe jetzt nochmal mit dem Spiel neu gestartet, denn ich habe herausgefunden, dass der Yoshi an seiner Farbe sich immer dann ändert, je nachdem, wie lange man gebraucht hat, ab dem Erhalt des Yoshi-Eis bis zu dem Punkt, wo er schlüpft hier nach diesem Kampf, nachdem man ihn hier aufgegeben hat. Und die Farbe, die ich persönlich am coolsten fand, also die rote Farbe fand ich am zweitcoolsten, der war schon ziemlich nice, aber es gibt eine Farbe, die ich noch cooler finde und die kriegt man ab ca. 30 Minuten. Die ganzen Zeiten könnt ihr euch online nachschauen, die sind super einfach zu finden. Und ich glaube, ich hab's eingehalten jetzt. Ich habe ja mittendrin abgespeichert, deshalb habe ich nochmal in meinen Aufnahmen nachgeschaut. Und ja, da haben wir ihn, den blauen Yoshi mit pinken Haaren, pinken Schuhen, türkis-grüner Hose. Den finde ich am coolsten. Und deshalb habe ich nochmal neu gestartet dafür. Also der rote wäre auch noch cool gewesen für mich, aber ich hatte für den blauen jetzt eine lustige Namensidee. Und für den roten habe ich jetzt keinen Namen. Aber ja. Übrigens, keine Ahnung, wie ich das zusammenschneide. Vielleicht ist das hier eine neue Folge. Also, willkommen zurück! Und ja. Wir machen jetzt einen coolen Namen für ihn. Denn er wird heißen Little Boshi. Falls ihr euch noch an Boshi erinnern könnt. Aus Super Mario RPG, wo man das Wettrennen gegen gemacht hat. Ich würde eigentlich hier gerne eine Leertaste machen, Leerzeichen, aber kann nur 8 Buchstaben eingeben. Einen längeren Namen akzeptiert er nicht. Und deshalb ist es der Little Boshi. Yeah. Little Boshi? Klingt ganz passabel. Kein schlechter Geschmack. Der Name ist in Ordnung. Also Mama, wir werden uns bestimmt super verstehen. Das will ich doch hoffen. Der Mini-Yoshi Little Boshi gehört jetzt zum Team. Aber was kann er überhaupt? Und ein bisschen random, wie der wie ins Spiel reingekommen ist. Einfach so, oh, da ist ein Ei in der Bude. Aber trotzdem ist das eine coole Idee, dass die ganzen Yoshis ein anderes Design haben. Und nicht nur das, das sind nicht nur die Farben anders, sondern auch die Frisuren sind anders. Das ist ja noch richtig cool. So, Mini-Yoshi hat die folgenden Fähigkeiten. Mit X kannst du auf ihn reiten. Oh, jetzt wird er damit schneller? Wenn du auf den Mini-Yoshi reitest, bist du schneller als sonst. Ja! Oh, ist das cool. Das gefällt mir. Und nicht nur das. Wenn du springst und A gedrückt hältst, kannst du flattern. Oh, wie cool. Oh, das bist ja mein Lieblingspartner, ohne Witz. Wenn du vom Mini-Yoshi absteigen möchtest, drück einfach nochmal X. Okay. Yes, let's go. Und im Kampf? Greift er den Gegner mit Stampfattacke an und springt mehrmals auf ihn. Und mit Saugmatz verschlingt er einen Gegner und spukt ihn gegen andere Gegner. Ah. So schleudern wir also Gegner auf andere. Ah. Verstehe. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Wie schnell er vor allem auch ist. Boah, das ist bisher wirklich mein neuer Lieblingspartner. Von allen. Gefällt mir einfach die Idee. Okay, dann würde ich sagen, machen wir einen Kampf. Ah, Bomba, du willst also es nochmal versuchen gegen die Stahlbrüder? Dann, los geht's. Ja, ich würde auch sagen, los geht's. Ja, das ist eine coole Idee mit dem kleinen Yoshi. Lasst mich wissen, welche Farbe ihr bekommen habt oder für welche Farbe ihr gehandelt habt, so gesehen. Es gibt ja irgendwie noch 4, 5 andere Farben. Und lasst mich auch wissen, wie ihr ihn genannt habt. Und vielleicht noch kreative Namen hattet, auf die ich nicht gekommen bin. So, also Leute, bist du bereit? Du schon wieder. Gib's doch einfach auf, Mann. Wir werden's niemals aufgeben. Schon gar nicht gegen solche Waschlappen. Wie euch. Mama, dieses Mal machen wir sie platt. Was für ein Trottel. Und dann noch einmal herauszufordern? Wie kommt man auf so eine blöde Idee? Willst du zweimal die Hinterversion bekommen? Auch mit diesem Baby habt ihr nicht die geringste Chance. Bist du dir da sicher? Wie er überlegt. Lass mich einrichten. Ups. Ja, weiter geht's. Stampfattacke? Nein, macht keinen Sinn. Saugmatz. Saugt Gegner auf und spuckt sie gegen andere Gegner am Boden. Halte ZR gedrückt, bis es aufleuchtet, okay? Nam.
Boah, wie viel Schaden. Autsch! Ihr könnt doch unsere Stacheln nicht einfach gegen uns einsetzen. So, ihr könnt doch unsere Stacheln nicht gegen einfach unsere... uns selber einsetzen, ey. Verdammt, die haben unsere Schwachstellen entdeckt, Hummel. Bruder, Mann. Was machen wir denn jetzt? Ich habe Mario nicht geheilt. Ups. Macht nichts. Wir machen eine Scheunlage. Juhu. Hi. Jetzt Bubus und Toads sind große Fans. Oh, er hält sich die Augen zu. Oh, der Arme. Nein. Du schaffst es! Gewonnen! Yippie! Good job, little Yoshi! Zurück in die zweite Liga. Das ist ja zum Heulen. Und jetzt müssen alle unsere Schwachstelle. Meinen Glückwunsch, Bomber! Das bedeutet erste Liga! Und was für ein fantastischer Kampf! Eine einzigartige Leistung! Wir können uns wohl noch auf viele aufregende Kämpfe freuen! Und Bomber ist in der ersten Liga! Bravo! Applaus für Bomber Luigi! Oh yeah! Let's go! Das hast du super gemacht, Mario. Und vor allem du, Little Boshi. Hier, 14 Münzen diesmal. Wir werden immer reicher. Rang 10. So, gut gemacht. Also gut, Bomba. Herr Klappern würde ich sehen. Komm mir einfach nach. Verstehe. So. Oh, Herr Klappern, hier ist Bomba. Toadcover, kannst du nicht anklopfen, bevor du reinplatzt? Verzeihung. Nun gut, also was gibt es denn? Ach so, Bomba, alles klar. Ja, was gibt es denn? Ah, Bomba, was für ein Triumph. Du hast es ja rasend schnell die erste Liga geschafft. Oh ja, ich habe ein Gespür für Männer mit Format. Ich erwarte von nun an noch spannendere und dynamischere Kämpfe von dir. Und dies ist mein ganz persönliches Geschenk für dich. Bitteschön. Danke, noch mehr Münzen. 30 sogar! Wow! Was ein Ehrenmann! Übrigens, was mir schon die ganze Zeit auffällt, dein Outfit ist das. Dafür ist etwas dürftig. Okay, soweit du Champion bist, spendiere ich dir etwas Neues. Vielleicht etwas Hübsches mit rosa Röschen. Das steht dir bestimmt. Ich soll wie Peach aussehen? Aber das kommt später. Für heute genug, du darfst jetzt in deine neue Garderobe. Bitte folge mir. Eine neue Garderobe? Du meinst ein neues Aussehen? Neue Klamotten? Oder wie soll das interpretiert werden? Jedenfalls gehen wir erstmal rein hier. In die Number One Garderobe, wo die Top 10 Kämpfer mit mir rumchillen. Wir haben den pinken Gameboy dort. Das ist die Garderobe der ersten Liga. Lass diesen Raum jetzt benutzen. Alles funktioniert genauso wie in der zweiten. Nur die Kämpfe sind viel härter als bisher, also pass gut auf dich auf. Ich verabschiede mich vorerst. Also bis dann. Alright. Hi. Was für Macker hierbei sind. Vor denen habe ich ein bisschen Angst. Aha, das nenne ich nicht gerade eine freundliche Begrüßung. Das ist doch... Ist das nicht Aurelius oder so? Hey, Kämpfer! Ich hab gehört, es gibt hier jemanden, der rasant die Karriereleiter hochklettert, hä? Na, sieh mal an, du Milchspat bist also dieser Bomber, was? Da hätte ich mir den Weg ja wohl sparen können. Hey, du hast da was ich hier habe, der will. Was hast du denn, Mama? Achso, ja, der Meistergurt, ne? Wir gucken. Wo störst du mich denn so schamlos an, Kleiner? Keine Ahnung, aber vielleicht ist dieses Daniel ja wirklich nur ein billiger Klunker. Ja, das kann auch sein. Was soll das? Was, du denkst, mein Meistergut ist gefälscht? Was denkst du eigentlich, wer du bist, Grünschnabel? Kollege, er ist blau, offensichtlich. Sorry, Kumpel, aber der Gut ist sicher keine Fälschung. Das Problem ist... Wollt ihr mich etwa zum Narren halten? Wir sind hier nicht im Ring.
Aber wenn wir uns da begegnen sollten, aus irgendeinem Grund auch immer, setzt euch hier in Noobs. Aber wenn, dann mache ich euch Platz. Macht euch darauf gefasst. Okay, große Reden schwingen, aber nichts dahinter, ich sehe schon. Oh Mann, ich glaube, der ist ziemlich sauer. Aber wenn die magische Karte auf die Arena von Falkenheim verwiesen hat, der steinerne Meistergut aber nicht das Daredevil ist, wo könnte denn dann das echte da sein? Das ist bestimmt das echte. Mama, du hast eine Mail bekommen. Aber von wem wohl? Hört man das eigentlich? Mikro, der Controller vibriert. Ich weiß es nicht, aber finde ich cool. Schauen wir mal auf dem Game Boy Advance SP drauf. Oder manche haben auch gesagt, das soll ein DS darstellen. Ich finde, für ein DS ist es ein bisschen zu dünn, aber okay, vielleicht ist es auch ein DS. Willst du das Sternjuwel? Dann folge meinen Anweisungen. X? Wer soll das denn sein? So, ja, das stand unten rechts, gescheitert von X. Der tut so, als wüsste er, wo das Sternjuwel ist. Und der tut so, als wäre er besser als Twitter. Aber ob er uns das auch verrät? Irgendwie seltsam. Mama, du solltest versuchen, dir den Meistergut zu holen, auch wenn das echte Sternjuwel gar nicht dran ist. Nur so können wir herausfinden, was hier in der Arena von Falkenheim wirklich abgeht. Ja, ich schätze, du hast recht, aber wir sollten vielleicht erstmal sleepen. Ja. So erschöpft wie du warst, Kleiner, haben wir es nötig. Und oh, hier schläft man viel besser als in der zweiten Liga. Meine Güte. Lass uns weiterkämpfen. Jo, klingt gut, aber erstmal. Man muss immer wieder absteigen von ihm, schade. Erstmal abspeichern. Wir wollen nun ja den kleinen Boshi, den wir jetzt haben, abgespeichert haben. Ja, wie gesagt, der rote wäre auch cool gewesen, aber ich wollte den blauen haben, einfach nur, weil ich den ein bisschen cooler finde von den Farben her. Und weil ich einen passenden Namen hatte. Zumindest fand ich den Namen ziemlich cool. Aber ich hätte auch einfach den roten nehmen können. Stark bist du ja, aber wenn du nicht hart trainierst, steigst du nie auf. Und wer sollst du bitte sein? Morris, der Schattenkooper. Er ist ein ziemlich umgänglicher Kämpfer. Aber ein Schattenkooper, der hat bestimmt auch seine finstere Seite, oder? Du meinst, er hat doch seine gute Seite, oder? Joe ist ein Ass-Cooper-Truhe. Und er wirkt auch ziemlich stark, oder? Du solltest dir schon mal überlegen, wie du gegen ihn gewinnen willst. Du musst nur all die Gegner, die du hier siehst, aus eigener Kraft schlagen. Okay. Flimsy, der rote Pickelkäfer. Gegen ihn wirst du auch irgendwann mal kämpfen müssen. Seine Stärken sind der harte Panzer und der Stachel auf dem Rücken. Also, er kann alles, was ein normaler Stachel auch kann. Wow. Oder Käfer, was auch immer. Eines Tages werde ich, der Champion sein, Mann. Ich werde zur Legende. Genau wie der frühere Champion, Duck Toaster. Ich habe Toaster gelesen, oh Mann. Thor, der Hammerbruder. Er ist einer der stärksten in der ersten Liga. Rido ist er ein Experte für Hammer. Und er ist wohl ziemlich stolz drauf. Na, ich bin auch ein Experte für Hammer. Hey, nimm das! Achso, wir sind noch gleich im Ring. Oh, sorry. Aber warum haben sich deine Eltern nach einem Superhelden benannt? Ganz schön unverschämt von dir, diesen Hammer mit dir rumzuschleppen, Mann. Keiner kann sogar mit dem Hammer umgehen wie ich. Das wollen wir ja mal sehen, wenn wir gegeneinander fighten, Mann. Aber okay, ich muss meine Kraft noch aufsparen. Besetzt. Bro? Ich muss vielleicht mal? Wie gesagt, besetzt. Ich habe groß zu tun hier. Okay. Kraftpunsch erhalten. Ey, ich fahre mal hier raus. Ich wollte da nicht drin bleiben. Ich wollte mir nur anschauen, ob es hier noch irgendwas Interessantes zu finden gibt. Noch mehr Items. Ein Eishauch. Greift alle Gegner an und macht auf jeden 3 Damage. Das sollte ich mir auf jeden Fall aufsparen für irgendwelche böden, nervige Gegner. Schau dich um Klamotten an. Oh mein Gott, Kara. Nein, okay. Machen wir weiter. Direkt den nächsten Kampf anschlagen. Ah, Bomber. Nächster Kampf? Okay. Rang 9. Du kämpfst gegen die Pickelkäfer. Entweder du kannst dazu keine Items benutzen. Ein echter Kämpfer verlässt sich nicht auf irgendwelche Hilfsmittel. Okay. Sei mal einen guten Kampf. Pickelkäfer, du meinst gegen den da drüben? Naja, er hat sich auch gerade nach vorne bewegt, also. Ja. Ich glaube, wir kämpfen gegen ihn und seine Bande. Warum auch immer dann Gubrina gesagt hat, wir müssen früher oder später gegen ihn kämpfen. Ich hätte gedacht, der ist so Platz 6 oder so. Und nicht Platz 9, der erste Kampf hier. Aber gut, ich beschwere mich dann nicht. Okay, Bombaluigi gegen die stacheligen Sadisten, die Pickelkäfer. Okay, Mario, schaffen wir's. Also los, Bamba.
Alles klar, los geht's, let's fight! Okay. Darfst keine Items benutzen. Yeah. Keine Items benutzen. Ich brauche auch keine Items. Ich brauche nur kurz den Scanner, um zu wissen. Na, um generell alles zu wissen über diese Pickelkäfer. Das ist ein roter Pickelkäfer. Besonders stark ist seine Verteidigung. 5 KP, Range 4 Verteidigung. Eine harte Nuss. Und er ist auch noch immun gegen Feuerattacken und Explosionen? Wenn du ihn umdrehst, sinkt seine Verteidigung allerdings auf 0. Wenn du diese Stachel nicht wären, was kann man denn da, kann man denn wirklich gar nichts dagegen machen? Da fällt mir doch ein. Die Gegner von vorhin, diese Bros, diese Hyper Bros, was auch immer das waren für Typen waren. Little Boshi hat die doch kaputt gemacht, indem er den einen auf den anderen gesteuert hat und die Verteidigung damit komplett durchdrungen hat, was auch immer. Könnten wir das nicht auch jetzt nochmal machen? Ein Versuch ist es wert. Es funktioniert! Fantastisch. Funktioniert der Hammer zum Umkippen? Nö, schade. Alles klar. Oh Gott. Ich muss Boshi auf jeden Fall als nächstes leveln. Er ist auch schon fast down, Mann. Gar nicht gut. Aber okay, zumindest kämpft er sehr gut mit und wird auch immer nach dem Kampf geheilt. Also ihm geht's halt mehr oder weniger auch gut. Alles klar, Bombaluigi hat mal wieder gewonnen. Selbst schuld. Ja, da stimme ich dir jedenfalls zu. Alles klar, 15 Münzen, du verbesserst dich. Endlich. Rang 9. So, wir sollten auf jeden Fall jetzt erstmal nochmal schnell ins Bettchen gehen. Und dann ein bisschen machen. Wäre zumindest jetzt nicht schlecht, vor allem weil kleiner Boshi, weil der süße kleine Little Boshi verletzt ist. Das mag ich nicht. Deshalb werde ich erstmal Gumbrina weiterkämpfen. Und ich habe Gumbrina immer als erstes draußen, weil die Gegner alle gescannt werden müssen. Das erspart uns später im Spiel zumindest sehr viel Zeit. Ah, Bomber, okay, du bist es wieder. Der nächste Gegner ist Rang 8. Gegen die Stachelsteine. Von dem Kampf darf der Gegner keinen Schaden durch deinen Partner erleiden. Nur du selbst darfst den Gegner angreifen. Verstanden? Zeig mir einen guten Kampf. Wie soll das denn funktionieren? Stachelstein, das hört sich an. Jetzt müsste ich da wieder Little Boshi benutzen, um da irgendwie irgendwas reißen zu können, um irgendwie zu gewinnen. Aber gut. Schauen wir erstmal, würde ich sagen. Oh, nicht die Viecher. Ach nein. Alles klar, Bombaluigi gegen die wandelnden Waffen, die Stachelsteine! Wir werden die zerfetzen. Let's fight! Die wollen mich zerfetzen? Was zum Henker? Die haben wir aber schon mal gesehen, glaube ich, irgendwo. Ja, die haben wir schon mal gescannt. Scanner-Info. Den Dornhard. Dornhard? Das ist wirklich Dornhard, haha. 4 Verteidigung. Aber er hat nur 2 KP. Moment mal. Er hat nur 2 KP. Dann machen wir doch den Eishauch. Ja? Oder? Ich meine, das killt die einfach so direkt. Das geht doch durch die Verteidigung durch. Ja, krass. Ja, normalerweise werden jetzt eingefroren, aber ich dachte mir, so skippe ich jetzt einfach den Kampf. Ich will meine Sternpunkte oben noch aufsparen für einen richtigen Kampf. Wichtig ist ein Lulatsche hier. Bombaluigi hat gewonnen! Das ist ein Kinderspiel! Ja, ich habe auch ein cooles Item benutzt. Zumindest für diesen Standpunkt des Spiels ist es ein gutes Item. 16 Münzen! Wow, krass. Rang 8 erreicht. Alright, wie gesagt, wir verbessern uns. And it makes me so happy. Hä? Mario! Ich hab da schon wieder eine Mail bekommen! Hä, aber die Musik? Das ist hier Mario Bros. 3, diese Eiswelt. Wie cool. Frag mich nur, wer das sein könnte. We just got a letter. I wonder who it's from. Der Brief ist von... X. Geh in die Bar vor der Arena. Schon wieder von X? In die Bar sollen wir gehen? Wie dieser X voll ist? Keine Ahnung, du.
vor die Bar gehen? Meinetwegen. Dann machen wir das halt. Und wenn es sowieso der Speicherblock ist, dann nehme ich ihn auch mit. Süß. Den kann man nur mögen, den kleinen. Den kann man nur mögen. Ich werde das ganze Spiel nur noch so rumlaufen. Es tut mir leid, aber es wird so sein. Es gefällt mir einfach so sehr. Dass man auch so schnell sein kann vor allem. Und sogar springen kann mit ihm. Okay, ein bisschen halt. Ich kann so ein bisschen in den Boden reinglitschen. Oh nein, nicht gut. Okay, in die Bar sollen wir gehen. Warte, das war doch richtig so, oder? Nee? Notizen? Nein, nicht Audiothek. Notizen? Dein Weg, nee. Achso, übrigens. Orden. Hier, den Kraft plus P Orden wollte ich ja ausrüsten. Und dafür brauche ich nur 2 OP freimachen. Was heißt nur? Aber, ne? Das werde ich jetzt tun. Mutsprung, Powerhammer raus. Und natürlich. Was noch? Verdammt! Das hätte ich vielleicht besser austüfteln müssen. Ja, mach den Charge raus. Obwohl, der Charge ist so geil. Nee, mach ihn raus. Mach mal Kraft plus P dafür rein. Das wird sich schon lohnen. Nee, aber wo sollen wir nochmal lang? Vor die Bar? In die Bar? Die Bar? Bist du die Bar? Hallo? Ich bin treuer Fan. Danke. Wer ist X? In der... Warte, stopp. Da oben. Da oben ist ein Sternensplitter, habe ich gerade gesehen. Den gesehen? Oha. Wie kommen wir denn da ran? Warte, was? Kann man hier irgendwie rein? Da ist ein Sternensplitter. Schade, ich komme da nicht ran. Warte. Kupio kann da aber bestimmt ran. Ja, oh mein Gott, das ist richtig klug. Man würde niemals drauf kommen, hier in diesem Spiel nochmal Kupio zu benutzen. Der ist ja komplett abgeschrieben gefühlt, aber... Nee, für das Ding muss man ihn benutzen. Aber wir lenken uns gerade ein bisschen ab. Schauen wir mal hier nochmal vorbei. Einer von euch ist vermutlich dieser X, von dem gesprochen wurde, oder? Oh, hallo Bomber. Ich hab dich erwartet. Hä? Weißt du, gerade eben lag dieses Ding mit einem Brief von meiner Bar. In dem Brief stand, ich solle dir das überreichen, wenn du kommst. Bitteschön. Ah, wow, einen Superhammer erhalten. Okay. Das kam aus dem Nichts. Danke, X, wer auch immer du bist. Und hi, Toadette. Hallo, ich bin Toadette. Schön, dich dabei zu sehen. Du hast den Superhammer bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Du kannst mit dem Dabber nun auch eine andere Technik einsetzen. Eben wir es doch gleich mal. Wenn es einfach schwierig ist, dann wirst du es... Also, es ist einfach schwierig, aber du wirst es schon meistern können. Wenn du B gedrückt hältst und den linken Stick drehst, verdreht sich dein Körper. Lässt du B los, führst einen Wirbelschlag aus. Es ist wichtig, dass du lange drehst, bevor du B loslässt. Okay, B gedrückt halten. Ja! Wow. So ein Wirbelangriff mit dem Schwert, wie Link es tut, aber mit dem Hammer stattdessen, mit Mario, cool. Super, das hast du toll gemacht. Hast du es im Griff? Klar doch, der Hammer ist so stark im Griff, der kommt mir gar nicht mehr weg. Wow, du kannst so perfekt und gut. Okay, dann versuch jetzt mal, den großen Block dir zu zerstören. Also, die kannst du zerstören, meine ich. Bis bald. Ciao, Toadette. Und Dankeschön für die Hilfe. Das sieht ja aus wie der Hyperhammer 2004. Das neueste Hammermodell. Ein wahres Prachtstück. Schau dir nur diesen eleganten Griff an. 2004. Kam nicht das Spiel 2004 raus? Das ist original. Man sagt, dieser Hammer sucht sich seinen Besitzer selbst aus. Bestimmt ein Geschenk von einem begeisterten Fan. Aber warum hat er es nur in der Bar abgegeben? Wenn es wirklich ein Fan von dir ist, hätte er ihn dir doch direkt geben können, oder? Nach einem Autogramm fragen können. Hey, Bomber! Schon wieder eine Mail! Hörst du diese Musik? Ja, ich höre sie. Schauen wir nochmal nach. You got mail. X sagt, zerstöre den Block in der Garderobe! In der Garderobe? Den Block zerstören? Was es da wohl gibt? Ja, dann finden wir es doch heraus, oder?
Ich finde es aber cool, dass der kleine, der Little Boshi uns direkt so mag. Der süße Feini. So. Nee, da schafft das nicht rüber. Er kann nur flattern, aber er kann nicht springen. Okay, dann habe ich das ein bisschen falsch verstanden, aber ist okay. Aber warte, hier in der ersten Garderobe war das doch. Hä? Reicht er nicht mal rein? Hallo Bomber. Gerade habe ich die Nachricht erhalten, dass du in der zweiten Liga bist. Bitte, geh durch. Was? Du bist wieder in der zweiten Liga? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ja, stimmt. Warum sind wir jetzt wieder in der zweiten Liga? Das scheint mir hier ein bisschen korrupt zu sein. Oh. Ihr hier? Bomber, was hast du denn hier? Na, euch auslachen natürlich. Was sagst du denn? Wir sind immer bereit für eine Rauferei. Auch außerhalb des Rings. Ja, ihr wirkt mir aber nicht so. Ihr scheint ein bisschen Angst zu haben vor mir. Ah, der ältere Stallbruder. Er ist der ältere. Deshalb trägt er rote Schuhe. Er kann dir nicht verzeihen, dass du ihn besiegt hast. Hüte dich lieber vor ihm. Und der jüngere Stahlbruder, er würde sich gerne rächen, so wird der ältere Bruder. Aber rot und grün für älteren und jüngeren Bruder? Kommt das bekannt vor? Ja, klar. Flap, der Flap. Er ist erst seit kurzem in der Liga. Du hast einen neuen Kollegen, Mario. Hier lernt man also doch gelegentlich neue Leute kennen. Bomber, das ist ja... Bist du etwa in die zweite Liga abgestiegen? Ja, leider. Nanu, was ist los? Hast du mal vergessen? Dass du in der ersten Liga bist? Nee, Mann, aus irgendeinem Grund bin ich im System wieder hier. Seltsam. Achso, ja, Felsen, den kennen wir schon. Ja, ja. Sorry, ich wollte dich nicht schlagen. Hm, kommst du, um dich über uns lustig zu machen? Verpiss dich. Hey, sorry, Mann. Ich will nur wissen, was sich hier aufhält. Ja. Boah, wie er seinen Körper mal dehnen muss. Aua. Was ist denn hier los? Ein alter, gammeliger, kaputter Computer. Winra in der Ecke? Und da oben? Nur ein Yoshi könnte hier rüberfliegen! Und diese Papiere schnappen. Papiere mit Notizen, sie scheinen sehr wichtig zu sein. Okay, schauen wir mal drauf, würde ich sagen. Bomber! Das ist ein Bericht über das Sternjuwel! Irgendjemand hat dich wissenschaftlich untersucht. Da ist sogar ein Foto. Im Meistergut war das Sternjuwel nicht, aber es müsste hier irgendwo zu finden sein. Was, das war wirklich fake? Warte mal, soll das bedeuten, dieser Arena-Kampf war vielleicht nur dafür gedacht, dass wir unsere Zeit verschwenden? Warte mal. Aber wer hat das hier? Sehr verdächtig, ziemlich sus. Ja, stimmt. Hey, Hirda, was habt ihr da zu suchen? Das ist die Garderobe der zweiten Liga. Kämpfer in der ersten Liga ist das Zutritt verboten. Außerdem hat er den Block an der Wand zerstört. Was hat das zu bedeuten? Warum war der Block überhaupt da? Und was hast du da gefunden, ja? Das werde ich an mich nehmen. Okay. Meinetwegen. Sie scheint ziemlich böse auf uns zu sein jetzt. Was ist denn mit dir los? Dieser Bericht hätte uns bestimmt weitergeholfen, Mann. Zumindest ist es jetzt klar, dass das Steinjubel wirklich hier in der Arena ist. Ja, aber wenn es Aurelius oder wie auch immer der hieß, der Number One Champion Kämpfer hier, der Goldene, wenn er es nicht hat, wer dann und wozu machen wir diese Kämpfe dann überhaupt? Was hat das alles zu bedeuten? Naja, Schätze, wir kämpfen jetzt erstmal weiter, oder? Ich meine, was sollen wir sonst tun? Toilette ist immer noch besetzt. Tja, vielleicht ist ja dieser X hier auf der Toilette. Lass es uns beim nächsten Mal herausfinden, hier bei Paper Mario 2. Es wird super interessant. Und glaubt mir, wir sind jetzt schon so viele Kämpfe durch. Beim nächsten Mal wird sich etwas ändern hier. Mit den Little Boshi. Yeah, wir tanzen.